Wer kennt sie nicht? Die Meldungen über Krankenhauskeime, Bakterien und resistente Erreger. Aber was wissen wir tatsächlich darüber? Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung hier bei uns im Internet bei Asklepios. Unser Thema heute sind resistente Erreger und Hygiene im Krankenhaus. Ich habe eine Expertin dazu eingeladen, Dr. Susanne Haggett. Sie ist ärztliche Leiterin der Medelis Laborgesellschaft hier in Hamburg. Herzlich willkommen. Guten Tag. Frau Dr. Haggett, sagen Sie mir doch bitte zuerst einmal, was resistente Erreger überhaupt sind. Bakterien behandeln wir ja normalerweise mit Antibiotika, wenn wir eine schwere Infektion haben, ob es eine Mandelentzündung ist, eine Blutvergiftung als Beispiel. Wenn das Bakterium das Antibiotikum angreift und das Antibiotikum nicht mehr wirksam ist, dann haben wir resistente Erreger. Das heißt, die Bakterien lernen schnell dazu, schneller als wir neue Antibiotika entwickeln können, sodass wir Gefahr laufen, bestimmte Infektionen nicht mehr behandeln zu können. Da haben Sie jetzt meine nächste Frage eigentlich schon mit beantwortet, also wie es zu dieser Resistenzbildung eigentlich kommt. Werden denn Antibiotika tatsächlich zu oft eingesetzt, falsch eingesetzt? Wo ist denn da der Ursprung des Problems? Wir haben insgesamt einen recht hohen Gebrauch von Antibiotika. Wir verwenden Antibiotika in der Humanmedizin, also bei der Behandlung von Infektionen beim Menschen. 85% dieser Antibiotika werden im niedergelassenen Bereich verordnet. Wir haben aber auch eine große Zahl von Antibiotika, die werden in der Tiermast eingesetzt. Da sind es oft Nahrungsergänzungsmittel, die sind gar nicht zur Behandlung von Infektionen gedacht. Und Sie haben es ja gesehen bei den Meldungen aus den Untersuchungen des BUND zum Beispiel vor knapp 2 Jahren, resistente Erreger auf dem Fleisch. Wenn wir uns dann überlegen, dass es immer noch rohe Fleischprodukte gibt, die wir genießen, dann können wir uns ja auch überlegen, diese resistenten Bakterien nehmen wir dann direkt auf. Das kann eigentlich nicht gesund sein. Das ist ja aber wiederum ein Thema, das ich als Verbraucher überhaupt nicht beeinflussen kann. Also es handelt sich ja hier um zwei verschiedene Paar Schuhe. Das stimmt. Ne? Einmal diese Erreger, die tatsächlich so daherkommen und ich nicht beeinflussen kann. Und dann gibt es aber die Erreger, die nun mal im Krankenhaus kursieren und eventuell auch gefährlich sein können. Sind das diese gefürchteten Krankenhauskeime? Worüber sprechen wir da? Also einmal über die Möglichkeit, was kann ich als Patient beeinflussen oder als Mensch, der in Deutschland lebt. Da habe ich verschiedene Möglichkeiten der Beeinflussung. Das eine ist, dass ich Antibiotika wirklich nur dann ansetze, bei mir und meiner Familie, speziell auch bei Kindern, wenn eine bakterielle Infektion da ist, die behandelt werden muss. Wir wissen aus Untersuchungen, dass bei Erkältungskrankheiten, bei Virusinfektionen der Patient auch Antibiotika fordert, zum Beispiel auch bei kleinen Kindern, wenn es eine Mittelohrentzündung ist, dass Fieber da ist, man sich Sorgen macht, ob die Komplikationen eintreten, dann ist der Griff nach Antibiotika schnell da. Aber die Gefahr, dass ich damit resistente Bakterien züchte, die wird übersehen. Also ich habe als Patient einen Einfluss auf das, was ich selbst nehme, indem ich auch dann das nur fordere, wenn wirklich der Arzt das auch verordnen möchte. Das ist eine wichtige Sache. Darauf geht ja zum Beispiel der 18. November, der Antibiotic Resistance Awareness Day, ein. Mhm. Dass jedem bewusst gemacht wird, welchen Zweck erfüllen Antibiotika, wann sind sie gut und wann sind sie ein Risiko. Bezogen auf die Fleischmast, da haben Sie natürlich recht, das kann ich nur begrenzt beeinflussen. Aber ich habe es natürlich in der Hand, ob ich rohes Fleisch zu mir nehme oder ob ich das, was ich an Fleischprodukten esse, komplett gegart oder gebraten aufnehme. Mhm. Und ich kann natürlich auch auswählen, ob ich Fleischprodukte sehr günstig aus einer Massenproduktion kaufe oder ob ich vielleicht meinen Fleischverbrauch in Grenzen halte und mir dann lieber ein Stück Fleisch aus einem Tiermastbetrieb, der nicht so eine Massenproduktion hat, kaufe. Also da habe ich schon Einflussmöglichkeiten.
Sie sprachen eben davon, dass gerade Eltern mit Kindern zum Beispiel vielleicht etwas schneller zum Antibiotikum greifen. Es ist tatsächlich so, dass es die Patienten selber sind, die dieses Antibiotikum einfordern, weil sie schlichtweg beruhigter sind und hoffen, dass ihr Leiden, ihre Krankheit dadurch schneller besiegt ist, ohne es selbst hinterfragen zu können. Das ist oft so. Aus unseren Gesprächen mit niedergelassenen Kollegen wissen wir, die Patienten kommen in die Praxis, die fordern das Antibiotikum ein. Und deshalb ist es wichtig, dass eine ganz breite Informationskampagne gestartet wird, wo man sagt, Antibiotika sind wichtig, aber wir müssen uns genau überlegen, wann wir sie einsetzen. Wenn ich eine Wunde auf der Haut habe, dann gibt es bestimmte Situationen, da muss ich ein Antibiotikum nehmen, wenn eine Katze mich gebissen hat zum Beispiel. Wenn ich eine chronische Wunde habe, die eine andere Ursache hat, zum Beispiel durch eine Durchblutungsstörung, dann gibt es andere Möglichkeiten, diese Wunde zu behandeln. Und dann wären Antibiotika nicht der richtige Weg. Wenn wir jetzt noch mehr zu der Hygiene im Krankenhaus kommen, Hygienemaßnahmen, welche treffen Sie bei Asklepios konkret? Worum geht es dabei bei Ihrer Arbeit? Ja, bei Asklepios spielt die Patientensicherheit eine sehr große Rolle. Dazu gehört auch, dass Patienten im Krankenhaus keine Infektion erwerben. Und daran arbeiten wir sehr intensiv mit allen Mitarbeitern, die in den klinischen Abteilungen tätig sind. Das heißt, wir haben ein Hygienemanagement entwickelt, resistente Erreger, die Patienten zum Beispiel überwiegend mitbringen ins Krankenhaus, die werden erfasst. Seit dem 1. Oktober 2003, also jetzt genau 10 Jahre, haben wir bei Asklepios hier in Hamburg in allen Kliniken jeden einzelnen MRSA-Fall erfasst von Seiten der Hygiene. Das ist eine Aufgabe, die unsere Hygienefachkräfte durchführen. Wir wissen über jeden einzelnen MRSA-Fall aus den letzten 10 Jahren, hat er den MRSA mit ins Krankenhaus gebracht, hat er ihn während des Krankenhausaufenthalts erstmalig festgestellt bekommen, ist es eine Infektion, ist es nur eine Besiedlung mit einem Erreger. Und diese Daten sind ein sehr umfangreicher Schatz an Informationen. Wir sind das erste Netzwerk in Deutschland für MRSA. Und es haben sich inzwischen viele Netzwerke gegründet und inzwischen wird es auch von der Bundesregierung gewünscht, dass man auch überregional sich zusammensetzt und die Themen austauscht. Also die Erfassung, dass ich weiß, welcher Erreger ist da, wenn der Patient ins Krankenhaus kommt, ist das eine. Und dann der Umgang damit, dass die Mitarbeiter, die mit diesem Patienten zu tun haben, der zum Beispiel in der Nase MRSA hat, dazu gehören bestimmte Maßnahmen. Der muss einen Kittel tragen, wenn er den Patienten pflegt, eine Kopfhaube, er muss Handschuhe tragen. Die Patienten müssen aber auch informiert werden, damit sie verstehen, warum weniger Besucher, andere Patienten nicht reinkommen, die Menschen sich umkleiden. Wir haben dazu Informationen für die Patienten und die Angehörigen. Das ist natürlich wichtig, dass das nicht zu Unsicherheiten führt. Ganz viele Schulungen der Mitarbeiter, damit sie sicher sind im Umgang. Denn wenn Asklepios die Patientensicherheit befürwortet und alle Maßnahmen ergreift, gehört dazu auch die Sicherheit der Mitarbeiter. Das hängt ganz eng zusammen. Gut, was haben Sie denn aus diesen 10 Jahren Datenerfassung tatsächlich gewonnen? Was können Sie da mitnehmen? Wir wissen heute, dass die Patienten in der überwiegenden Zahl über 80% den Erreger MRSA mit ins Krankenhaus bringen. Bereits bei stationärer Aufnahme ist dieser Erreger vorhanden. Und da ja alle Risikopatienten bei uns untersucht werden, haben wir da eine sehr hohe Aussagekraft. Nur in seltenen Fällen wird erst im Verlauf des stationären Aufenthalts dieser Erreger nachgewiesen. Das zeigt, wie konsequent die Mitarbeiter mit dem Thema MRSA umgehen. Und das wissen wir nicht nur für MRSA. Wir erfassen inzwischen ja auch die resistenten gramnegativen Erreger. Das sind Darmkeime mit bestimmten, Sie haben das ja sicherlich in Erinnerung, welche Erreger gefunden wurden in der Neonatologie, zum Beispiel in Bremen. Mhm. Das ist ja pressemäßig auch sehr ausführlich dargestellt worden. Klebsiellen sind Darmkeime, genauso wie E. coli. Die können Resistenzen erwerben und die kann man durch eine
zum Beispiel längere Antibiotikatherapie bekommen. Und wenn wir Patienten aufnehmen, die zum Beispiel chronische Harnwegsinfektionen haben, dann erkennen wir auch bei diesen gramnegativen Erregern in einer großen Zahl, also auch etwa bei 80%, wir haben nur noch nicht eine 10-jährige Verlaufskontrolle, dass diese Problemerreger schon mit ins Krankenhaus gebracht werden. Und das ist eine wichtige Information, weil wir dann sehr schnell nach stationärer Aufnahme eine entsprechende Versorgung des Patienten einleiten können. Und das ist auch für die Patienten wichtig, dass man das erkennt. Nun sind es ja die Patienten, die allein durch mediale Berichterstattung oft Angst haben, sich im Krankenhaus einen Keim einzufangen. Und ja. Ist dem tatsächlich so, dass man da noch Angst vorhaben muss? Ist es wirklich so? Es wird ja Studien geben, die einen gewissen Prozentsatz wahrscheinlich ausmachen, wie viel mit reingetragen werden, wie viele schon da waren an Keimen tatsächlich. Das, das fällt so ein bisschen nochmal aufrollen, ohne jetzt zu besehen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ein Patient ins Krankenhaus kommt und sich dort operieren lässt, dann gibt es einerseits patientenbezogene Faktoren, die das Risiko für eine Infektion erhöhen. Dazu gehört die ganz normale Besiedlung mit Bakterien, die jeder von uns auf der Haut hat. Mhm. Dazu gehören aber auch besondere Risiken des Patienten. Wenn er zum Beispiel zuckerkrank ist, ist das Risiko, eine Infektion zu bekommen, erhöht. Genauso wie andere Erkrankungen, die die Immunabwehr einschränken. Mhm. Dazu gehören auch Tumorkrankheiten. Auch diese Patienten sind eingeschränkt in ihrer Abwehr. Das heißt, bei diesen Patienten ist es besonders wichtig, dass sie einmal aufgeklärt werden, was können sie selbst dazu beitragen und dass das Personal, was diese Patienten betreut, auch ganz besonders darauf eingeht. In der präoperativen Vorbereitung zum Beispiel, in der Waschung des Patienten, wann eine Rasur durchgeführt wird, all das sind Faktoren, die sich auf das Risiko für eine Wundinfektion auswirken. Und das wird bei uns sehr konsequent umgesetzt. Was hat sich denn da tatsächlich verändert im Laufe der letzten Jahre? Das würde mich wirklich nochmal brennend interessieren, weil das Thema sehr groß ist. Also gerade bei Asklepios, die Hygienemaßnahmen, die Patientensicherheit, wo man dann denkt, oh, wie war es denn dann vor 10 Jahren? Ja, einmal ist die Frage, was ist besonders wichtig in der Vermeidung von einer Übertragung eines Erregers? Und dazu gehört die Händedesinfektion. Mhm. Wir fassen alles mit der Hand an. Das ist unser wichtigstes Werkzeug als Mitarbeiter im Krankenhaus. Und das ist auch für den Patienten selbstverständlich, dass wir ihn zu bestimmten Tätigkeiten berühren müssen. Das heißt, die Händedesinfektion des Personals beim Kontakt zum Patienten vor einer Maßnahme wie zum Beispiel dem Wechsel einer Wundauflage, das ist ganz wichtig. Wenn ein Patient Blut abgenommen bekommt, müssen die Hände desinfiziert werden. Es gibt einen Strauß von Maßnahmen, der ganz besonders gut dargestellt wird in der Aktion Saubere Hände. Mhm. Das Nationale Referenzzentrum hat da eine Kampagne gestartet und die Asklepios-Kliniken machen daran mit, weil es eine gute Initiative ist und weil es die Mitarbeiter und auch Patienten und Besucher darauf aufmerksam macht, wie Infektionen vermieden werden können. Und das ist das Wichtigste mit der Händedesinfektion. Und so gibt es bestimmte andere Maßnahmen, die auch wichtig sind, aber nicht ganz so wichtig in ihrer Reihenfolge. Das versuchen wir auch den Patienten zu erklären. Lassen sich Patienten denn auch ein Stück weit umerziehen? Also vielleicht gerade die älteren Semester, die es von früher noch anders kannten, dass sie sich nicht am Eingang gleich die Hände desinfizieren mussten? Also Patienten, die älter sind, die haben ein großes Interesse daran, gesund zu bleiben. Viele ältere Patienten, die es auch mit ihren geistigen Fähigkeiten noch schaffen, das ist ja leider nicht jedem gegeben, die sind da sehr offen für die Vorschläge. Die haben großes Interesse daran, schnell wieder gesund zu werden und die nehmen auch gerne solche Informationsmaterialien, die sich auf ihre Erkrankung beziehen oder auf den Erreger, den wir bei ihnen nachgewiesen haben, an und stellen auch viele Fragen. Und das ist wichtig, dass man sich dafür Zeit nimmt. Warum engagiert sich Asklepios so in diesem Bereich? Sie haben es natürlich schon angesprochen und ein Stück weit mitbeantwortet, aber dass wir das noch mal etwas herausarbeiten. Wir kennen die Risiken,
die für den Patienten da sind, wenn er stationär aufgenommen wird. Und wir wissen, wie wir sie vermeiden können. Wir wissen, dass wir nicht 100% vermeiden können. Aber wenn sich das Personal sehr sorgfältig an die Richtlinien hält und wenn der Patient auch mitmacht, dann sind schon mal gute Voraussetzungen gegeben. Wir haben auch Screening-Untersuchungen fest etabliert. Das heißt, wenn Patienten bestimmte Risiken mit ins Krankenhaus bringen, für bestimmte Erreger, bleiben wir beim Beispiel MRSA, dann gibt es einen Katalog. Wenn diese Risiken bei dem Patienten vorliegen, dann wird bei dem Patienten ein Nasenrachenabstrich gemacht. Mhm. Und sodass wir wissen, ganz schnell nach stationärer Aufnahme, liegt MRSA beim Patienten vor oder nicht. Und das gibt dem Patienten Sicherheit für den Fall, dass eine Behandlung erforderlich ist, zum Beispiel mit Antibiotika. Wenn eine wirkliche Infektion auftritt, dann können wir gleich zu Medikamenten greifen, die auch diesen Erreger mit berücksichtigen, weil ja nicht jedes Antibiotikum mehr darauf wirksam ist. Die Prävention fängt ja eigentlich auch bei den Besuchern schon an und am Eingang. Ist das richtig? Also gibt es da vielleicht noch mal so einen kleinen Appell zum Abschluss von Ihnen, dass man wirklich im Kleinen auch schon anfangen kann und es große Wirkung hat? Ja, wenn ich gerade im Winter, in dieser Saison jetzt, wo wir den Übergang vom Herbst zum Winter haben, eine Erkältungskrankheit habe oder eine Magen-Darm-Infektion. Diese Infektionskrankheiten sind sehr schnell übertragbar, besonders dann, wenn jemand abgeschwächt ist, im Krankenhaus liegt. Und wenn ich eine Erkrankung habe, die möglicherweise übertragbar ist, dann besuche ich denjenigen nicht. Mhm. Dann warte ich ein paar Tage, bis ich gesund bin und rufe ihn vielleicht an, aber dann gehe ich nicht ins Krankenhaus. Das wäre eine wichtige Maßnahme. Also den Verstand einfach mit einzuschalten. Das stimmt. Das fand ich ein ganz schönes Schlusswort und ich danke Ihnen vielmals, dass Sie da waren, Frau Dr. Haggett. Sehr gerne. Ja, liebe Zuschauer, dann kann ich nur hoffen, dass Sie gut zugehört haben und Sie sehen, es fängt manchmal im ganz Kleinen an, es kann eine große Wirkung haben. Achten Sie selbst auf die Hygienemaßnahmen im Krankenhaus und fangen am Eingang einfach damit an. Ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich reingeklickt haben hier bei uns im Internet bei Asklepios. Sie können sich gerne jederzeit weiter über andere Themen informieren auf www.asklepios.com/Nachtvorlesungen und natürlich auch bei YouTube. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.